Wenn man sich vorstellt, dass das tagtäglich passiert, es ist so, dass alle 15 Minuten ein Elefant von einem Wilderer umgebracht wird, auf zum Teil sehr grausame Art und Weise, entweder erschossen oder vergiftet oder mit einer Motorsäge drangsaliert. Also da passieren ganz erschütternde Dinge im Augenblick in Afrika. Ein Bericht im Radio hatte ihn aufgerüttelt. Da wollte und konnte er nicht länger tatenlos zusehen. Und so sitzt Christian Felix seit Februar an seiner Installation. Nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag. Manchmal 8 Stunden lang. Leuchtdiode für Leuchtdiode wird nach einem komplexen Bauplan verlötet. 3000 Stück insgesamt. Am Ende soll sich der Stoßzahn des Elefanten blutrot färben. Eine Aufgabe, die selbst er als gelernter Physiker unterschätzte. Also als ich angefangen habe, dachte ich mir, naja, das geht vielleicht ein bisschen leichter, ein bisschen schneller, aber es ist doch sehr kompliziert geworden. Aber das ist ja immer so bei Projekten, die man so im Kopf hat, aber die Realisierung erst noch bevorsteht. Seine Liebe zu den Elefanten hat ihn selbst mehrfach nach Afrika geführt. Eine ganze Dickhäuterfamilie am Wasserloch zu erleben, sei eine unvergessliche Erfahrung gewesen. Die gewaltigen Tiere bewegen sich fast lautlos. Doch wenn das Abschlachten so weitergeht, gibt es schon bald vielleicht gar keine Elefanten mehr in freier Wildbahn. Elefanten sind hochintelligente Tiere, sehr sensibel, sehr sozial. Sie haben unglaubliche Sinnesorgane und sie haben Empathie. Sie helfen sich gegenseitig. Sie können Trauer empfinden. Sie haben auch so eine Art Totenkult. Das sind alles Züge, die eigentlich auch an Menschen erinnern. Also wir haben da ein ganz wundervolles, fantastisches Lebewesen. Und es ist bitter, wenn man sich vorstellt, dass innerhalb von 10 Jahren, 12 Jahren die Hälfte der Elefanten abgeschlachtet, massakriert worden ist. Mit seiner 6 Quadratmeter großen Installation will er aufrütteln und auf Spendenaktionen für Wildhüter in Afrika aufmerksam machen. Mitte September soll alles fertig sein. Zu sehen dann jeweils einen Tag lang in München und Berlin.